Okay, war ein bisschen staubig leider auch. Okay, es gibt Second Chance und ich habe Humans gezogen. Boah, was ein Anfangsroll, der ist ja komplett Katastrophe, Alter. Crimson Maiden und Shadow Shaman nehme ich mal mit. Es gäbe kein Trollout für einen Drop. Und könnte Low Troll versuchen auch. Mit Shrinkray. Und diesem Anti-Mage-Spectre-Zeug können wir nochmal eine Runde versuchen. Was dein Halo-Weltmeisterschaftspokal wohl schon an Wert hat. Ich habe kein Halo-Weltmeisterschaftspokal, Mann. Junge. Muss ich mir meine Pokale anschauen, die da oben stehen. Ja. Ich habe schon viel erreicht in meinem Leben. Nein, Spaß. Und meine ganzen Halo-Games stehen. Und ach man, ich bin echt, das hört sich komisch an, aber ich bin auch echt ein bisschen traurig, dass ich so aus diesem Halo-Game raus bin inzwischen. Ich kann es gar nicht beschreiben, aber irgendwie. Das war ein geiles Spiel. Ich glaube sogar, die neuen Teile sind, glaube ich, auch ganz cool, aber irgendwie. Hey! Ich sag irgendwas privat. Wieso? Ich habe noch nicht Hey Google gesagt. Was habe ich denn gesagt? Dass mein Google angegangen ist. Alles klar, aber dafür musst du zuerst dein Gerät entsperren. Ich dachte schon, Alter, was kommt jetzt? Kommt Adressenleak oder sowas durch Google. Ich wäre aber echt gerne wieder mehr in dem Halo-Thema drin eigentlich. Aber ich bin zu schlecht in Ego-Shooter inzwischen. Auf der Konsole war ich damals gut, aber Konsole kann ich nicht streamen. Und also weil ich da keinen Capture-Card und alles dafür habe. Und Konsole habe ich auch gar keine mehr, außer PlayStation. Die PlayStation 4, die alte halt. Und mit Controller und Rechner habe ich natürlich auch keinen Bock, also alles schwierig. Der frühe IO-Bait wieder mal. Klassiker. Ich vertraue meinem Team so genau gesagt 0%, irgendwas zu reißen. Gib mir ein bisschen mehr Schaden noch. Es könnte Techie Drop kommen. Also wenn ich jetzt Drop gehe, muss ich fast auf Goblin Drop gehen. Oder kommt der Enigma Drop? Schauen wir mal. Aber ich glaube, ich gehe eher auf die Low Trolls. Würde die IO mitnehmen oder direkt liegen lassen? Also den Bedrider brauche ich für Trolls nicht. Ich nehme mal kurz mit, kostet mich jetzt ja nichts, aber ich lösche den gleich wieder, weil ich werde den nicht benutzen, um irgendwas Lowes hochzuziehen. Vielleicht sicher Lucky irgendwie doppelt Husker oder so eine Geschichte, man weiß es ja nicht. Nobody knows the trouble I have seen. Surf! Ihr geht raus, moin moin, vielen Dank für den 28. Monat, liebe in Chat. Servus, Surf! Ehre, danke dir für den Support, ihr geht raus. Sprichst du in diesem Stream nur Deutsch? Jo, ich spreche nur Deutsch in diesem Stream. Sí, yo hablo alemán. Yes, I speak German in the stream. Doi denla duck. Erstmal, Junge, ich bin voll die Maschine, ich bin voll Sprachgenie einfach. Einfach alles falsch gesagt. Kann keiner nachprüfen, ob ich es richtig gesagt habe. Ich könnte halt auch einfach wirklich. Okay, Io muss weg. Level Up war ja schon der erste Fehler, wenn ich die Strat mit den Low Troll spielen will. Wieso geier ich so auf einen Techie Drop? Das wird eh nicht passieren. Das wird niemals passieren. Oh, Timmer so war nett. Oh, nochmal hier ein extra Gold. Aber der macht das nicht im Alleingang, oder? Wobei der hat Goblin Buff noch und der ultet auch nochmal einen weg. Ah, der falsche, aber egal, der hat keine Chance. Dazzle mit Ayo. Ja, auf jeden Fall. Ich werde mich hassen, weil ich das jetzt tue. Ich werde mich so hassen, aber ich tue es trotzdem, glaube ich. Es wird niemals funktionieren! Es wird niemals funktionieren! Auf 100% schwöre ich es euch, dass es nichts wird.
Das wird einfach nichts werden. Und wenn, bekomme ich einen Tinker Drop oder sowas. Aber das Team reicht gerade, um Runden zu gewinnen. Gib mir jetzt mal einen Tinker, also mal ein paar Level 2er hier und einen Tinker im Roll. Ich bin ja bescheiden bei solchen Sachen. Aber Tinker hätte ich schon mal, bekomme ich nur noch einen guten Goblin Drop. Oh! Ich bin so glücklich. Macht so viel Mimi und wird belohnt, unglaublich. Erstmal Runden verlieren jetzt. Trotz Attack Drop Bomb, ich sehe das schon. Ah, ne, okay, die ist doch relativ stark. Early Techies? Ich weiß nicht, ob ich einmal in meinem Leben Early Techies hatte. Chao-Copter oft zu so oft Chao-Drop gegangen, klar, aber Techies Early weiß ich gar nicht, ob ich den schon mal hatte. Geil. Okay, wir müssen es jetzt sinnvoll zu Ende spielen, sinnvoll rumbekommen. Der Brewmaster bringt uns gar nicht mehr so viel, vielleicht stelle ich den noch nachher raus. Es war halt sehr teuer, das brauchen wir nicht drum herumreden, es war sehr teuer, die Geschichte. Auf Level 7 könnten wir auf Goblins umstellen, falls wir bis dahin keinen, den anderen Typen nicht ziehen. Okay, der Drop bringt mir wirklich fast gar nichts mehr, deswegen gehe ich von dem jetzt schon mal weg und gehe auf Gold. Weil Gold wird auch eine wichtige Geschichte hier werden. Lösch den Techies fürs Gold, ja Mann. Gyro im Pool, yes. Aber ich gehe trotzdem jetzt nicht für einen Gyro Drop, das ist Quatsch. Ich will jetzt stark sein, versuchen eine Streak aufzubauen und dadurch dann zu snowballen mit 6er Max und den Chao zu ziehen. Aber wir brauchen Level 7 dafür. 10 Gold ist auch gar nicht so schlecht vom Gold, ist in Runde, in der Runde. In Runde, in der Runde. Ja, Jordan hat's geklippt, Alter. Ich geh kaputt. Mal kurz schauen, ob wir hier. Ja, das passt schon. Das ist schon ein guter Carry. Ups, das wollte ich. Aber warte mal, ich kann die umtauschen, die zwei. Ich muss mir den Clip angucken. Ich werde mich so hassen, aber ich tue es trotzdem, glaube ich. Dann bekomme ich einen Tinker Drop. Gau. Hätte ich schon mal. Bekomme ich nur noch einen guten Goblin Drop. Oh! Junge, ist das dumm, Alter. Das ist ein bisschen cringe, aber ich finde es witzig. Ich mir nachher nochmal einen anderen Wizard. Ich werde nie wieder einen Wizard sehen. Jo, viel Spaß, Patrick. Dir auch einen schönen Sonntag. Viel Spaß bei deinen heutigen Abenteuern. Dachte auch für Gold würde er alles tun. Anscheinend nicht. Ui, Naga Siren. Die nehme ich doch schon mal mit. Wie du auch vor 20 Mal gesagt hast, es wird niemals funktionieren. Kinda true. Da kann ich nicht widersprechen. Das habe ich tatsächlich mal gesagt vor geraumer Zeit. Ich muss alle, mein ganzes Team muss in der Mitte stehen eigentlich. Ich habe nur Units, die ich in der Mitte stehen haben, außer Clock, bei dem ist es egal. Das restliche Team soll komplett mittig stehen. Oh, Dismiss fühle ich gar nicht. Ich fühle eigentlich alles. Ich fühle Mango Tree nicht, weil ich halt nicht weiß, ob ich kassiere überhaupt noch. Second Chance wäre natürlich auch cool mit Golden Rolls dann später. Im Random. Oder ich gucke mir das mal kurz an, ob ich nächste Runde verliere irgendwie auf meinem Feld. Dann nehme ich Mango Tree, sonst nehme ich Random. Ich glaube, so kann man da sich einig werden. Ja, ich gehe jetzt auch nicht vom Gold runter, oder? Warte mal, wo ist er? Links, rechts. Er geht auf meinen Naga Siren. Ich habe das Gefühl, diesen Anti-Match bekomme ich wieder nicht down.
5 Jahre, damit er hier meine ganzen Ults. Gegen ihn werde ich Probleme haben, wegen seinem, aber hauptsächlich wegen dem Anti-Mage. Weil ich lebe nur von meinen Ults. Jetzt aber Tinker Drop. Ich habe ja gar keine Drops mehr drauf. Ich habe ja den Dings Blue Master schon rausgestellt. Okay, der könnte es aber auf mir versauen. So ein Juggernaut 2, der steht ziemlich gut. Weil dadurch bekomme ich eine schnelle Techie-Ult vielleicht raus. Ah, okay, nehme meine Nagasalve und Carried, Alter. Bombe liegt. Ja. Das gewinne ich. Oh, Shrink Ray. Walla, Shrink Ray. Sollen wir kurz ein paar Low-Goblins kurz rollen? Why not? Erstmal kurz versuchen, die hochzuziehen. Das könnte mich auch stark machen. Und Lion noch mitnehmen oder ihn hier. Finde ich gar nicht mal so schlimm jetzt. Ah, Tinker, ich bin so ein größter Spasti der Welt einfach. Jetzt werde ich unkonzentriert. Das ist nicht gut. Ich darf nicht unkonzentriert werden. Egal, den Tinker bekomme ich gleich wieder. Ich muss eh erstmal noch auch den anderen Typen auch noch ziehen. Wie heißt denn der andere? Ja, ist echt nicht so schlecht. Aber ich will nicht auf 3 gehen. Ich will nur auf Level 2 will ich die ziehen. Ihn noch auf Level 2 vielleicht und dann noch einen Tinker so einzeln und dann nochmal auf Level gehen. Muss so schnell wie möglich muss ich die Max draufstellen. Die 6er. Vielleicht bekommen wir Level 3er Legendary diesmal hin. Das ist der Dream. Die normalen Macros sind so Schwachsinn eigentlich. Hallo Kekko. Meepo meinst du, ja. Den Meepo brauche ich noch. Dann vielleicht 3 Lions am besten. Ich brauche nicht zwingend den Rubik. Lion wäre leichter zu auf 2 zu rollen. Tinker müssen wir auf jeden Fall jetzt gleich nochmal gucken, dass wir den bekommen. Ich habe ich leider einmal gerollt, das war schon ziemlich fail. Aber es ist nicht so schlimm, weil ich habe ja den Techies gerade für die normalen Mac-Dinger hier. Vielleicht spiele ich auch Rubik sonst, wäre mir auch egal. Das Tinker, okay. Ich hätte fast wieder übersehen, ohne Witz. Ich sag euch, wie es ist, ich hätte fast wieder übersehen. Ach Mann, dem sein Anti-Mage steht halt echt böse. Ich überlege sogar, meinen Techies vor sein Anti-Mage zu stellen. Oder ich stelle es so halt auf. Meine Streak gerne halten. Wo seid ihr für eine Ult sich gesnackt? Ist Razor Ult? Du hast Winterweiber? Ja, ist Winterweiber. Dann kann ich den austauschen. Winterweiber bringt mir, glaube ich, nicht. Aber wobei, ist nicht mehr so bad, aber. Trotzdem fühle ich es nicht so richtig krass. There's a price on all the heads. Witch. Ich guck schon mal, wie Meepo gekommen ist. Hätten wir Meepo gezogen, hätten wir schon Full Max stellen können, eigentlich. Was hat sich diesmal Ruby was Schönes geholt? Oh, Timbersaw nochmal ist gut. Bin 6 Max with 3 Wizards. True. Nee, es geht nicht. Gar nicht true. Das ist komplett gelogen, wenn wir ehrlich sind. Das ist kompletter Bait. Das ist ein kompletter 100%iger Bait.
Eigentlich will ich diesmal sogar die Wizard spielen eine Weile. Das heißt, ich werde jetzt noch nicht die Golden Road benutzen auch. Jetzt direkt Chiro. Ja, aber ich werde es noch nicht benutzen, den Chiro. Weil was macht mich das stärker? Ich muss dann, wenn ich Chiro reinstelle und die zwei Legendary Max rausstelle. Ich glaube, es ist noch nicht sinnvoll. Ich glaube, ich spare jetzt erstmal nochmal hoch und gehe nochmal ein Level. Stell dann ihn rein und dann nutze ich so langsam die Golden Rose, wenn ich ein paar Stück habe. Vielleicht mit Second Chance dann später sogar. Weil ich bin relativ stark im Moment. Ich habe doppelt Timbersaw geholt, ich habe die Nagas, ich habe die, die hat auch einfach auf Level 2 und dann lohnt es sich auch mal die zu halten, denke ich. Ohne 15, 6er Max ist krank. Ja, jetzt hoffe ich, dass ich eine Weile mit dem Team einfach durchhalte. Die Goblins wären halt echt noch cool dazu. Muss nur auf sein scheiß Anti mehr. Okay, er hat ihn inzwischen nach links gestellt. Ja, das ist gut. Ich hier hin. Ich hier hin. So rum vielleicht. Hier gebe ich das Mana. Geh mal kurz AFK, Leute. Mein Team macht es schon. Ich hätte da Vertrauen. Du magst Edgar Da kann man schon mal AFK gehen, ja Mann. Hey, Sofka! Danke für ein Follow, willkommen bei den Paulanern. Thanks, mate. Ich glaube, das war ein Englischer, oder? Ich rede Deutsch, Alter. Ich rede einfach Deutsch, Alter. Was geht denn hier ab? Wobei, der hat auf Deutsch gefragt, aber er schreibt auf Englisch jetzt, also ist er wohl kein deutscher Guy. Und der hat hochgespart, das kommt mir eigentlich ganz zugute, weil dadurch ist er nicht so viel stärker geworden, aber das ist trotzdem eklig. Er geht auf meinen linken Timber, so. Ich komm, ich tausche nur für den mal so um. Dann spiele ich gegen ihn. Okay, gegen ihn ist es gut gewesen, so umzustellen. Ich hoffe nur, dass die im Ult von Techies einmal rauskommt, dass die einmal rauskommt. Der ultet aber sehr schnell. Der macht hier oben nur die Ult. Bombe liegt und damit sind wir gut zu go. Ja, die Bombe macht mir gerade Freude. Ich glaube, ich sollte einfach erstmal nur ein Level gehen und voll Goblin stellen, bevor ich die Mac Rolls benutze. Ich glaube, ich sollte erstmal einfach nur ein Level gehen für die Gobbles. Gobbles. Snapfire besser oder Bounty 2 besser, Leute? Beim nächsten Level Up. Hallo Johnny, moin moin. Wahrscheinlich ist Snap besser. Die Paul Paradoxon Minifigur, Leute. Das erkennt man so schlecht in der Kamera, weil es nicht scharf stellt. Aber die Friese ist auf jeden Fall gleich wie meine. Bounty für Gold, der hat schon sein Gold gelassen. Bounty 2, ich guess, aber keine Ahnung, mit dem Nuke. Ich glaube, das war es mit meiner Streak, oder? Ja, die Bombe hat ein bisschen Hoffnung gemacht noch, aber hat nicht gereicht. Okay, kein Stress, Leute. Wir sind immer noch recht stark. Wir sind immer noch recht stark. Wir haben 3 Gold Rolls, haben wir schon mal safe. Das heißt, da wird hoffentlich ein Dinger dabei sein, danach ein Charcopter. Und vielleicht ist da sogar ein Techies 2 dabei. Aber ich darf mein Gold jetzt einfach nicht opfern. Ich würde sagen, wir gehen wirklich Level Up bis Runde 20. Bis dahin haben wir nochmal 5-6 Golden Roll schon zusammen, hoffentlich. Und dann sind wir durch die Goblins schon stärker. Vielleicht gehen wir sogar Level 9, bevor wir die Rolls benutzen. Mal so auf richtig greedy. Was hast du für einen Dismiss? Panda Dismiss habe ich. Ich habe den Techies gedroppt bekommen mit Panda Dismiss.
Aber ist inzwischen irrelevant, der Dismiss. Sweet. Mann. Sehr sweet. Hätte ich jetzt die Streak gehalten, wäre ich vielleicht sogar All-In gegangen. Für die Streak halt, aber das ist die Streak eh weg. Wobei, vielleicht ist es sogar so ein bisschen sinnvoller von der Echo. Der hat ähnliches Team wie ich, aber ich habe dazu noch die auf 2 und ich habe ihn vor allem. Deswegen sollte der ein Snack sein. Auch wenn der Snapfall mir ein bisschen Sorgen gemacht hat, aber das reicht easy. Ah, nochmal der Clip. Nochmal der Clip vom Drop, ja, Mann. Das Problem mit den Golden Rolls ist, dass die so extrem teuer sind. Man könnte mal eine Ausnahme machen und sagen, man nimmt halt nicht alles mit, sondern man nimmt nur speziell ein paar Units mit. Aber wenn ich alles an Legendaries mitnehme, dann ist es wieder viel zu teuer. Das wird eh nix. Und Io ist natürlich juicy. Io ist natürlich nochmal richtig geil für so ein Team. Habe ich Angst die Runde? Ich habe Angst. Komm, ich will auf safe gehen einfach. Oh, den hätte ich vielleicht behalten müssen. Egal. Mit Io machen wir gleich irgendeinen fertig. Dann sind wir erstmal relativ wirklich recht stark gleich. Hallo Diablex, moin moin. Brauchst du das Relic, das was die Kosten der Pieces halbiert? Ui, interessant. Das gibt's aber gar nicht, die Runde Family Discount. Ich wüsste doch gar nicht, ob das funktionieren würde. Mit Golden Rolls. Aber müsste eigentlich funktionieren mit Golden Rolls schon. Außer die haben es mal geändert. Aber wie gesagt, gibt es die Runde eh nicht. Deswegen wäre Second Chance der Call. Damit wir noch mehr Golden Rolls aufheben können mit der Zeit. Und dann gehen wir nur auf ein paar Stück. Wir gehen nicht auf alles einfach. Wir spielen mit den Goblins von mir aus. Wir müssen keinen Arc Warner Kier Switch machen. Okay, keinen Second Chance. Das gefällt mir alles nicht, deswegen nehme ich einen Random. Weil man könnte irgendwas dismissen. Wir könnten den Mage dismissen machen, theoretisch. Weil ganz ehrlich, ich fühle die Mages als Legendary eh nicht so krass, dann bekommen wir weniger Legendaries insgesamt. Ja. Also können besser die anderen hochziehen. 3 Legendaries nehmen wir raus. Shakiro ist ja auch, bekommen ja auch mit Golden Rose im Zweifel. Ja. Das passt auch gut. Komm, wir nehmen mal einen und gucken uns das an. Brauche ich nicht. Das Techies immerhin. Und Doppel-Gyro. Wir müssen uns für ein paar Sachen entscheiden, Leute. Arkwarden. Auf jeden Fall. Den auf jeden Fall. Sven, Alter. Sven eigentlich auch auf jeden Fall. Nehme ich noch den Wort nochmal raus. Hat dann Rubik Snap Ult, gucke ich mir gleich an. Aber ich glaube, gehe ich jetzt weg davon? Von den Wizards oder lasse ich die noch? Ich will jetzt auch Goblins. Eigentlich muss ich die Wizards noch stehen lassen. Hippo raus, Chiro rein. Das ist der Call, Alter. Warte mal, davon habe ich immer noch. Ja, das ist richtig guter Call. Dann lassen wir die Wizards immer noch. Der hat tatsächlich Snapfire Ult. Ja, auch guter Call gewesen. Leute, ich bin stolz auf euch. Ihr macht gerade richtig guten Job hier. Den Hippo brauche ich auch gar nicht mehr. Doch wenn ich halt doch ich brauchte, wenn ich von Wizards weggehe, muss ich den aufheben. Die Frage ist, will ich von Wizards weggehen, von der Snapfire 2 und von, die sind alle auf Level 2, will ich gerade von Wizards weggehen? Im Moment noch lange nicht. Ich muss eigentlich jetzt nur meine Füße stillhalten, ich habe ein starkes Team, man könnte noch überlegen, ob man nochmal einmal reingeiert für nochmal einen Chiro. Aber dann, wenn ich den halt nicht ziehe und andere Sachen ziehe, kann ich den nicht wirklich mitnehmen. Und wir haben 10 Gold nur. Uh-oh. Krise mit dem Anti-Mage. Und dann noch der Doom hinterher. Das ist ja ein ekliger Gegner. Nur wegen der Aufstellung, aber. Ich habe keine Techie Ult rausbekommen. Das ist nicht gut. Und das ist auch noch der nächste geholt, der wichtig ist. Auf seinem Feld habe ich ihn besiegt, anscheinend easy. Auf meinem reicht sogar auch. Junge, diese Dooms! Ich hab nur noch den. Junge, aber der überlebt noch und der auch, okay, alles gut. Lol.
Hörst sonst noch jemand nichts oder bin nur ich das? Ey, wie, Boss, die hört nichts. Ey, mach mir keine Angst, Alter. Detect Items für Gyro. Nee, Clockwork hat die Sachen gerade noch. Aber auf Gyro 1 finde ich es auch nicht so krass irgendwie, oder? Wobei der hat schon ordentlich Damage gedrückt über Overtime. Wenn auf 2 wäre, würde ich switchen. So würde ich es, glaube ich, gerade noch lassen. Man könnte es auch einen Rubik wirklich geben mit der Snapfire Ult. Oh, ich glaube, der Mage-Typ hat es mir vorher schon versaut. Oh, die Ult von ihm wird böse. Komm, leg die Bombe noch kurz hin. Okay, die Bombe liegt, das ist gut. Wenn wir jetzt, was über, wenn wir jetzt mal in den Usens leider überleben, sollte Snapfire das klären. Das einzige Problem ist das Gold. Das einzige Problem ist das Gold, was wir haben. Deswegen können wir eigentlich nur gerade abwarten. Und müssen einfach hoffen, dass unser Team eine Weile reißt. Und wenn so unser Team jetzt nachher auf einmal anfängt zu verlieren, haben wir trotzdem, keine Ahnung, jetzt, wir haben 6 Rolls schon mal safe. Snap nehme ich auch nochmal mit. Ich will's eigentlich nicht mit. Will ich's mit Arkworn spielen, Leute? Bin mir so unsicher. Eigentlich, wenn wir 6er Goblins im Endgame spielen und wir versuchen irgendwie einfach, die bis zum Ende durchzuballern und dann irgendwie Techies 3, Gyro 3, Sven 3 und dann noch irgendwie Warlocks dazu, den wir vorher schon gelöscht haben. Ja komm, ich hätte noch schon länger löschen können für Gold, aber ich mach's jetzt halt einfach, ist mir egal, Leute. Ich will diesmal keine Arkworn Legendary spielen, ich will Level 3er hinbekommen. Das Goal ist nicht viele doppelten Level 2, sondern ein paar Level 3er ist das Goal. Technisches Problem behoben, okay, sehr nice, freut mich. Jetzt ist mir ein Fest, oh oh. Und bitte, oh Gott, war das close. Ah ne, Techies scheint ja auch noch, aber die waren beide, alle fast down. Eigentlich will es auf 3er gehen, dann nicht, ja. Ja, ich habe ein paar Items für den Spiel, ich habe auch Mana für Techies, das ist ganz gut. Ich gehe ein Level noch, ein Level für ihn hier, für den, um den reinzustellen, den Sven dann gleich. Und dann werde ich wirklich auf die Golden Rolls gehen. Weil Level 8 ist mir zu wenig, um alles reinzustellen, was ich will. Ich muss ja auch nochmal, wenn ich die Wizards rausnehme, können die Wizards rausnehmen, dafür Meepo stellen und nochmal einen Goblin, also einen Alchemisten. Dann hätte ich auch Warlock gemacht mit irgendwas später, aber... Vielleicht gehe ich auch von den Goblins einfach weg, wenn ich stark genug bin mit dem Sven 2, maybe. Und einem Gyro 2 kommt auch von den Goblins einfach generell weg. Hm. Alles nicht so einfach. Boah, die Bombe liegt schon, okay, zum Glück. Ich dachte gerade, bis die Bombe raus ist, Alter. You just end up smarting. Ja, BKB. Thanks. Das Alk. Das freut mich schon mal. Komm, ich gebe dir erstmal das Mana jetzt. Snap, wir haben 8 Golden Rolls, das ist halt krank. 8 Golden Rolls ist schon krank. Wenn man jetzt irgendwo eine unendliche Goldquelle hätte, wäre das ein Traum. Aber mit 43 Gold, das sind 2 Rolls und mein Gold ist weg. Okay, der Typ hat uns vor die Sweet geholt, glaube ich, der war das eher. Die Bombe ist raus, Snapfire ist raus. Ja, nee, das reicht nicht. Schade. Ah, die Bombe liegt aber wieder. Macht die so viel Schaden? Boah, mit 83 Leben, Alter. Ihre geht raus. Wir hauen sogar einen raus und bekommen ein bisschen extra Kohle dadurch wieder. Da sage ich auch nicht nein. Ich finde, wir spielen es gerade sehr souverän runter.
Was durchaus anstrengend ist, weil ich würde nämlich gerade gerne meine ganzen Golden Roads benutzen. Also neuen Roads sammeln muss man sich erstmal trauen. Das hört sich jetzt ein bisschen so selbstloberisch an, aber ihr wisst, was ich meine, glaube ich. Ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Vielleicht brauche ich die Max dann gar nicht weiterhin. Wenn ich gleich mit 10 Golden Roads chill. Aber vielleicht reicht es auch nicht, um 3er fertig zu machen. Das ist halt die Frage. Die Items of Cloak so wasted. Ja, wo soll ich die sonst drauf machen im Moment, ist die Frage. Der stirbt sowieso, der steht extra rechts, damit er schnell wegstirbt, steht der extra. Damit er einmal seine Ult schafft gegen mehrere Sachen. Und könnte maximal halt auf Rubik, wie gesagt, packen. Weil auf Level 1 fühle ich sie gerade nicht so hart. Und der überlebt dadurch relativ häufig noch. Und jetzt wurde gerade weggemacht. Hier geht raus. Hat er, wo ist denn er so stark geworden? Das ist krass. Ach, er hat Nidri-Guta gegrindet auf 0 Gold quasi. Gute Selbstbeherrschung, Herr Paradoxon. Ja, finde ich auch. Bin auch sehr zufrieden. Das kostet mich jetzt ein Level ab. 12 Gold. Das kann man einmal mitnehmen kurz. Dann kommst du noch mit rein. Ich stelle jetzt das Matze immer auf Rubik jetzt alles. Rubik wird eh bald gelöscht. Ich habe jetzt die Ult aber verloren. Mal gucken, was das ich Ult. Egal, ich habe alles Rubik. Rubik. Löscht dann die zwei später für die zwei irgendwann. Macht aber jetzt auch noch keinen richtigen Sinn. Oder wir gehen einfach von Max danach weg. Lassen den Meepo kommen und die ganze restliche Runde rausgehen. Nur von Max weg. Und bleiben auf den Goblins. Goblins mit Level 3er Gyro, Level 3er Techies, Level 3er Sven. So der optimale Plan, wenn es machbar ist irgendwie natürlich. Und dann haben wir noch einen Platz für irgendwen, für irgendeinen Warlock frei, für 2er Warlock-Buff. Dann erst die Gold schießen für eine Ult. Oh, warte mal, ich hab mich gedrückt. Berserker-Call. Der Rubik-Carry endlich. Ja, war krass. Seitdem ich es umgestellt habe, habe ich nur noch verloren. Danke dir, Lemsqueezy, wirklich. Muss ganz genau überlegen, wie ich es machen will. Sollen wir einmal kurz das mitnehmen und kurz die Sachen hochleveln und dann können wir nochmal chillen? Ja, wir müssen es fast. Ich muss das ignorieren jetzt, Leute. Ich nehme mal die kurz mit. Eigentlich will ich Sven spielen. Dann nicht Sven. Ich wollte ihn ziehen hauptsächlich. Hallo Crystal Cat. Guten Tag. Achso, du wolltest chillen. Ja, aber gerade kassiere ich hart. Ich wollte noch ein, zwei Rolls auch mitnehmen und ich wollte vor allem den Charakopter gerade ziehen. Ich wollte auf Level 9 gehen und danach chillen. Na guck mal, das hat mir schon wieder einen weiteren Roll nicht eingebracht, weil meine Macs gestorben sind. Also hätte der Ding noch BKB gehabt, der mein Mac, dann hätte ich natürlich, muss man auch ganz ehrlich sagen, hätte ich den überlebt, der Clockwork, mit BKB hätte ich einen Golden Roll bekommen. Ach, Leben ist crazy, du bist so ein Bait. Nee, alles gut. Ich nehme dir das gar nicht übel. Okay, ich werde auf jeden Fall den nicht mehr stellen. Multicast Waiting Room. What the fuck? Der hat Multicast übrigens. Ich glaube, Second Chance wäre gar nicht mal so geil, ehrlich gesagt. Weil ich hab eh jetzt 8 Roads gleich noch. Wahrscheinlich, glaube ich. Denke ich. Habe ich, denke ich. Würden haben, denke ich, haben. Gedacht. Habe ich gedacht so. Gut, dass die Bombe nach 100 Jahren mal rauskommt. Aber ich würde es wahrscheinlich trotzdem nehmen. Ja. Sven kann ich nicht mehr mitnehmen, Leute. Ich habe jetzt mich schon so. Oh, fuck, Mann.
Ich will ich nicht. Ich will eine coole Unit, die Death Prophet. Da haben wir ein bisschen Geld geopfert dafür, dass wir ihn dafür dann spielen können. Das ist mir worth. Sein Gold raised. Ja, dann kommt ja die Templer nicht mehr danach. Ne? Das war schon ärgerlich jetzt. Aber egal. Ich will nur. Guck mal, die drei wären natürlich auch gut, aber ich will eigentlich will ich gerade hauptsächlich den Charakopter ziehen. Ich überlege gerade, ob ich mir aber noch es leisten kann, so einen noch mitzunehmen. Ein Death Prophet. Death Prophet wäre noch cool danach als ein Warlock. Ich glaube, ich hätte jetzt auf Gorbos gefindet, Snapstart Tier rausgemacht. Ich glaube, die Goblins sind schon ganz nice, ehrlich gesagt. Lass mal kurz in den Charo ziehen. Okay. Jetzt hätte ich fast gecallt. So komisch sich's anhört. Hätte ich gecallt, jetzt nochmal chillen. Bis ich merke, dass die, also damit soll ich jetzt eh jede Runde gewinnen. Mit Ansage stark, boah, ja, Maschine. Hallo Luke, moin moin. Nochmal ein bisschen Gold aufsparen. Dass ich da auf Level 3 mehr leisten kann. Das Problem ist ja nicht die Anzahl an Rolls, die ich habe, sondern dass ich mir das einfach nicht leisten kann, das mitzunehmen. Das ist ja der Struggle. Allein Techies kostet noch 20 Gold. Der kostet noch 30 Gold. 20 Gold. 30, 20. Und Chiro würde auch nochmal 30 kosten. Also sind es 80 Gold. 90 Gold brauche ich, damit ich mir alles leisten kann, auf 3 zu leveln. Von meinen Sachen. Wenn ich es richtig gerechnet habe. Habe ich richtig gerechnet? Also die auf 3 und Deathworld nur auf 2, die reicht mir auf 2, damit ich glücklich bin. Auf 4 Techies sind 20 Gold, 6 Chiros sind 30 Gold und 6 Sven sind auch 30 Gold, also 80, 90. Ich muss nur gucken, dass er nicht gleich, solange er noch 30 Leben hat und die Runden auf seinem Feld einigermaßen holt, habe ich keine Sorgen. Ansonsten, ja, guck mal, er holt die Runde auch immer noch. Und ich nehme nur die mit, die ich auch hier ansage. Sobald Death Prophet auf 2 ist, passt es. Und sonst nehme ich nur die anderen Boys mit. Warte mal, habe ich hier... Oh, ich hab Dings hier, das ist cool. Das schmeckt natürlich auch nochmal auf dem Sven. Nehme ich gern mit. Einmal nehme ich schon mal. Ich werde eh keine 5 Units ziehen, die ich brauche. Und wir können sogar noch einmal... Wir können noch einmal Rank grinden sogar. Oh Gott, ich glaube langsam doch, dass die Second Chance auch nicht gönnen. Nee. Okay, das war jetzt mal sinnvoll. Theoretisch könnten wir immer noch sagen, wir scheißen auf Death Prophet. Ganz ehrlich. Wenn ich Repair Kit spiele, weiß ich aber nicht, ob ich dann Dings. Ich weiß nicht immer noch nicht, wie das dann ist mit Dark Gear. Ob nicht, dass ich nachher Dark Gear Rolls auf einmal bekomme und mir denke so, Alter, was soll die Scheiße? Da hab ich gar keinen Bock drauf. Ja, aber ist nicht noch mehr AoE noch besser? Dann können wir noch Pipe spielen. Weiß ich auch nicht. Ja, also ich glaube ja gerade ganz okay. Ich glaube, ich will jetzt kein Risiko eingehen. Es wird einfach trotzdem goldtechnisch schwierig, alles so zu bekommen, wie ich das gerne hätte. Der ist auf 1 oder 2, egal, ich lösche den mal für Platz, und weil er mich jetzt auf Full Gold bringt, auch weg. Das wird ganz schwierig mit dem Gold, das ich habe hier, ne? 15 Gold, 15 Gold, 30 und hier 20.
50 Gold bräuchte ich dann. Könnte man aber theoretisch machen. Wir haben 6 Rows mit Second Chance. Also ein Level 3er sollte ich auf jeden Fall fertig bekommen nach der Runde jetzt, oder? Also außer ich bin ganz unlucky. Oh, Abyssal Blade würde ich ja auch fühlen. Dafür würde ich BKB dann opfern. Gegen 9er Mage ist nicht so smart. Leben klarkommen. Okay, wir haben Sven 3 und wir haben Techie 3. Ich weiß, ob Abyssal Blade vernünftig ist. Ich darf mein BKB oder ich will mein BKB nicht verlieren, besser gesagt. BKB ist schon key gegen den einen Boy hier. Erstmal so einen Chiro ziehen, Ehre. Chiro auch noch. Ich mach ihn einfach. So rum passt es, glaube ich. BKB, Pipe. Den nehme ich komplett auseinander damit. Alchemist noch, Ehre. Ja. Chiro 3, Techie 3, Sven 3. Alles löschen nur die 3 Legis gegen ihn. Ich nehme jetzt noch einmal den Roll mit, wenn er jetzt noch nicht stirbt. Da geht ja relativ viel weg. Im Endeffekt ist es ja Sven, der alles macht alleine. Dann versuche ich noch, die Death Prophet wäre noch ein Dream jetzt. Die hätte ich noch gern. Bekomme ich aber anscheinend nicht. Das ist ein Ding der Unmöglichkeit, die zu ziehen. Bin auch selber schuld, weil ich sie gelöscht habe vorher zwischenzeitlich. Ich will noch den einen Golden Roll für die Death Prophet mitnehmen. Dann würde ich einfach die 2 Wizards löschen. Und für die 2 Wizards würde ich dann ihn stellen. Und dafür hätte ich noch Goblin Buff ohne Wizards und hätte noch einen Death Prophet 2. Also YouTube, wir haben den 1.6.2001. Ne, das stimmt gar nicht, wir haben den 15.01. Das ist eine relativ aktuelle Folge, die ist maximal so 4-5 Tage alt oder sowas dann. Ich glaube nicht mal, ich weiß es nicht. Ein paar Tage alt ist er. So alt sind wir auf jeden Fall. So weit sind wir momentan nicht hinterher. 3 Deities auf Level 3 hatte ich aber auch echt lang nicht mehr. Aber ich glaube, es war das Maximale, was man rausholt. Aber ich bin froh, dass wir uns für den Sven entschieden haben, weil Sven ist halt 10.000 cooler als eine. 10.000 mal cooler als eine. Dings. Ich habe jetzt irgendwie das Gefühl, er gibt jetzt auf. Mach nicht mehr aufgeberisch. Er leftet wenigstens nur, okay. Wenigstens das. Okay, das Team muss man sich halt auch echt auf der Zunge zergehen lassen. Wisst ihr, was ich jetzt mache? Ich roll jetzt noch um Snapfire. Und auf den Tinker, maybe. Nach der Runde ist es eh vorbei. Okay, Snapfire noch. Tinker noch! Nein! Ja, als ob das so wichtig wäre. Ich will die alle drei nebeneinander stellen. Gebt euch die 3 Boys, Alter. Und hinten noch die Death Prophet 2. 3er Gyrocopter, 3er Techies und 3er Sven. Und Sven mit ganz juicy Items auch. Junge, Junge. Jetzt schreibe ich GG rein, der ist da schon raus, aber. Er hat auf ihre Wesen nicht aufgegeben. Sehr, sehr schön, Leute. So eine Runde will man doch sehen. An die YouTube-Zuschauer, lassen Sie gern ein Like dafür, diese wunderbare Runde. Das erwarte ich einfach mal entspannt von euch. Und ich bedanke mich fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Schickt auch eure Familie, schickt eure Oma, schickt euren Verwandten, schickt euren Freunden diese Runde. Jo, bis zum nächsten Mal. Haut's rein. Schickt euren Verwandten, ey.